Der Film Fluchtpunkt Kärnten ist eine konkrete Zeitgeschichte-Dokumentation, der sich auf geschichtlich relevante Geschehnisse neutral und unabhängig konzentriert. Dabei wird versucht, die ausgesprochen komplexe Geschichte um den Fluchtpunkt Kärnten mit der dazugehörenden Vorgeschichte und Nachkriegsgeschichte schnörkellos und politisch unabhängig korrekt in einfacher, verständlicher Weise aufzuzeigen. Besonderes Augenmerk wurde auf die Gegenüberstellung der Geschehnisse mit all ihren Auswüchsen geachtet, da mir als Filmemacher und Regisseur aufgefallen ist, dass bis in die heutige Zeit eine wertfreie, korrekte Aufarbeitung der Geschehnisse der betroffenen Parteien nicht erfolgt. So dominiert bis heute im kroatischen Bewusstsein, das meiner Meinung nach den Faschismus weiterhin verherrlicht, kein Unrechtsbewusstsein. Eine geschichtliche korrekte Aufarbeitung wird aus politischen Gründen einseitig in einer Opferrolle dargestellt, ohne auf die eigenen großen Verbrechen in der faschistischen Pavelic-Zeit einzugehen und die Schuld einzugestehen. Ebenso verhält es sich mit den jugoslawischen Partisanen und den Massenmorden für die Kriegs- und Nachkriegszeit 1941 bis nach Kriegsende 1946. Die Gewalttaten und Massenmorde verursacht durch die Partisaneneinheiten der jugoslawischen Armee existierten und existieren bis heute im ehemaligen kommunistischen Jugoslawien und den Nachfolgestaaten nicht. Der heroische antifaschistische Kampf ist bis heute auf ein nicht zu erschütterndes Interpretationsparadigma des antifaschistischen Volksbefreiungswiderstandes ausgerichtet, ohne auf die eigene Schuld an den Nachkriegsverbrechen und Massakern einzugehen. Nur eine Seite zu beobachten ist falsch, Voreingenommenheit ebenso. Deshalb versuche ich es als Filmemacher und Regisseur, der nicht vorbelastet und politisch neutral ist, mit der Dramaturgie, den Text im Film, sich der Problematik um den Fluchtpunkt Kärnten aus allen Blickwinkeln der Realität anzunähern. Ich lasse Zeitzeugen ohne Wenn und Aber zu Wort kommen, verarbeite in Spielszenen mit ihren eigenen Worten historisch sehr wertvolles Material der britischen Offiziere, die damals in das Geschehen eingebunden waren. So kann man sich den tatsächlichen Gegebenheiten neutral ohne Eingriff annähern und dem Zuseher die Meinungsbildung selbst überlassen. Denn Transparenz hat einen hohen Preis, aber sie ist der einzige Weg, um allen Opfern Gerechtigkeit zu erweisen. 74 Jahre später dürfen wir nicht vergessen, uns die Werte der Demokratie besonders vor Augen zu halten und alles dafür zu tun, sie zu erhalten, damit die Schrecken eines solchen Krieges niemals wieder geschehen. Der Film ist als Information bzw. Aufklärung gedacht und den Millionen Opfern der grausamen Ideologie des Nationalsozialismus und Faschismus gewidmet. Dieses konkrete Erinnern verpflichtet uns alle zu einem niemals wieder. Daher ist es unser aller Auftrag, uns für Menschenrechte, Frieden und Toleranz einzusetzen. Im Anschluss an den Film gibt es noch eine Podiumsdiskussion zum Konsens und zur Gedenkarbeit zu diesem Thema des Filmes. Ich werde dann die Personen hier heraufbitten und werde auch dieses moderieren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wir werden jetzt den Film starten.